drei Leute von den Leuten, die vor uns gelebt haben, also vor der Zeit von Mohammed sallam, ja, Gläubige von Benu Israel, von vielleicht dem Volk von Moses oder Jesus, ja, von Benu Israel, drei Männer sind rausgegangen, unterwegs gewesen. Und als sie unterwegs waren, ist ein Felsen, ja, hat sich die Erde bewegt, Erdbeben oder so, und ist ein Felsen herabgekommen und hat den Weg versperrt und sie konnten nicht mehr raus. Die waren in der Höhle eingeklemmt. Und dann haben sie gesehen, dieser Felsen, die haben versucht, krass, hier ist kein Ausweg und es gibt keinen Weg raus. Dann haben sie gesagt, krass, wir werden jetzt hier drin sterben. Dann haben sie gesagt, schaut mal, wir haben sowieso keine Chance mehr, das Einzige, was wir machen können, lasst uns Dua machen, Bittgebete machen und quasi als Fürsprache, ja, als Schafa'a bei Allah subhanahu wa ta'ala, jeder von uns soll Allah azza wa jal anflehen, Dua machen, Bittgebete machen, mit einer Tat, die wir nur für Allah mit Aufrichtigkeit, mit Ikhlas gemacht haben, mit einer reinen Absicht, sodass Allah also uns vielleicht hier rauslässt. Dann hat der erste von ihnen Dua gemacht. Er sagt, oh Allah, ich hatte Eltern gehabt, im Greisenalter, und ich habe nichts vor sie gestellt. Ich habe sie immer, die Priorität war immer bei ihnen als allererstes. Weder meine Familie, also Frau und Kinder, noch die Versorgung und Geld oder Dunya hatte bei mir Priorität vor meinen Eltern. Die waren immer bei mir Nummer eins. Und eines Tages war ich unterwegs, ja, und dann ist etwas passiert und dann kam es zu spät zurück und ich habe ihnen normalerweise immer dann Milch mitgebracht und habe ihnen zu trinken gegeben, an erster Stelle, bevor ich meinen Kindern gegeben habe, zu essen und zu trinken. Und dann habe ich mich verspätet, weil etwas passiert ist auf dem Weg. Und als ich gekommen bin, habe ich gesehen, dass meine Eltern schon geschlafen haben. So habe ich es nicht gemocht, sie aufzuwecken. Ich wollte sie nicht stören. Aber ich wollte auch nicht meiner Familie den Vorrang geben und ihnen zuerst essen und trinken geben quasi. Und dann habe ich gewartet, an ihrem Kopf quasi, wo sie geschlafen haben. Ich habe mich neben ihnen hingestellt und habe dort gewartet, bis sie aufgewacht sind. Und meine Kinder haben schon neben mir gestanden und wollten essen und trinken, aber er hat gewartet, bis seine Eltern aufgestanden sind. Und dann hat er seinen Eltern zuerst zu trinken gegeben und essen und trinken gegeben, bevor er seinen eigenen Kindern, die er natürlich liebte, essen und trinken gab. Und dann sagte er, oh Allah, wenn diese Tat, die ich gemacht habe damals, wenn das nur für dein Angesicht war, nur für deine Zufriedenheit, nicht um anzugeben vor meiner Frau oder vor irgendjemand, aber meine Absicht war nur dein Angesicht, deine Zufriedenheit, dann gib uns einen Ausweg aus dieser Situation, aus dieser Klemme, in der wir sitzen. Und dann hat sich dieser Felsen ein kleines bisschen bewegt, aber sie konnten noch nicht raus. Dann kam jetzt der zweite Mann. Er sagte, oh Allah, ich hatte eine Cousine. Und sie war eine, die ich am meisten mochte von allen Menschen. Ja, die ich sehr, sehr liebte, diese Cousine. In einer anderen Überlieferung sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass dieser Mann sagte, und ich liebte diese Frau, so wie kein Mann Frauen, oder so wie es sehr selten gab, dass ein Mann eine Frau so sehr lieben konnte. Und ich wollte sie für mich selbst. Aber sie hat mir gesagt, nein, haram, mach ich nicht. Ja, er wollte sie nehmen quasi, aber unehelich, ohne mit ihr verheiratet zu sein. Und sie hat nein gesagt, sie hat abgelehnt. Bis es aber dazu kam, dass sie in eine sehr, sehr schlechte finanzielle Situation geraten ist. Ja? Und sie hatte sehr, sehr stark oder sehr, sehr große Hilfe gebraucht. Und dann kam sie zu mir und wollte von mir Hilfe. Und was hat dieser Mann zu ihr gesagt? Er sagte zu ihr, ich gebe dir aber dafür, ja, schläfst du mit mir. Ich gebe dir das Geld, ich helfe dir, aber dafür musst du mit mir schlafen. Und in dem Augenblick hat sie zugestimmt, ja, weil wegen der Not, in der sie war. Und dann, als er gerade über sie herfallen wollte, so sagte sie zu ihm was? Sie sagte zu ihm, ittaqillah, fürchte Allah. Fürchte Allah, mach das nicht, das ist verboten. Und dringe nicht ein, außer mit der Erlaubnis von Allah, also auf halal Art und Weise mit Heirat. Und er war gerade in der Situation, dass er das machen konnte. Er war schon positioniert quasi, in der Position, dass er das macht. Aber als sie ihm gesagt hat, fürchte Allah, das ist verboten, das haram, mach das nicht, in dem Augenblick, er hat sich ermahnen lassen. Obwohl er gerade in der Situation war und er war vielleicht schon in diesen Gefühlen oder keine Ahnung, aber er hat dann Angst gehabt vor Allah, also vor der Strafe Allah. Als sie zu ihm sagte, fürchte Allah, hat er Angst gehabt und dann hat er davon abgelassen. Er war gerade schon positioniert, er wollte gerade, aber er hat sich ermahnen lassen und hat das dann nicht gemacht. Und dann sagt er, oh Allah, wenn ich diese gewaltige Tat gemacht habe, nur für dein Angesicht und für deine Zufriedenheit, so hilf uns raus aus dieser Klemme, in der wir sitzen. Und dann hat sich dieser Felsen wieder bewegt, außer dass es ihnen immer noch nicht gelungen ist, rauszugehen. Und dann, liebe Schwester, kam der dritte Mann. Der dritte Mann war quasi ein Bauer, der Vieh hatte. Ja? Und er hatte Arbeiter. Er hatte Arbeiter bei sich. Und einer seiner Arbeiter hat bei ihm gearbeitet, auf seinem Bauernhof. Und plötzlich war dieser Arbeiter weg. Und er hat seinen Lohn nicht genommen. Dann sagte der, und dann ist dieser Mann weggegangen. Was hat dieser Mann gemacht, der den Lohn eigentlich auszahlen sollte? Dann hat dieser Mann, der Bauer, er hat diesen Lohn investiert. Er hat quasi das investiert, dieses Geld investiert in Schafe und Kühe und so. Und dann ist es mehr und mehr und mehr geworden. Und nach irgendeiner Zeit, nach einem Jahr, mehrere Jahre, irgendwann ist dieser Mann zurückgekommen und hat zu ihm gesagt, hey du, ich habe bei dir damals gearbeitet und du hast mir meinen Lohn nicht gezahlt. Ich möchte meinen Lohn haben. Der Bauer sagte zu ihm, dein Lohn ist alles, was du auf dieser Erde siehst, das ist alles komplett dein Lohn. Der Mann sagte zu ihm, das ist der Ziyubi, machst du dich da lustig über mich? Ich habe bei dir nur ein bisschen gearbeitet, ich hatte nur 100 Euro bei dir. Du willst mir sagen, diese ganzen Kühe und Schafe und alles gehört mir? Willst du dich lustig machen über mich? Er sagte, Wallahi, ich mache mich nicht lustig über dich. Aber dein Lohn, den du gelassen hast, ich habe den für dich investiert. Und alles, was du auf dieser Herde, auf diesem Grundstück siehst, das gehört alles dir, ist alles dein Lohn. Dann wird ihm überliefert in diesem authentischen Hadith, der Mann hat alles genommen. Und der hat nichts übrig gelassen. Ja?
Und dann sagte er, oh Allah, wenn ich diese Tat gemacht habe, aufrichtig, nur für dein Angesicht und deine Zufriedenheit, so lass uns bitte raus aus dieser Gefangenschaft und aus dieser Krise oder aus dieser Situation, in der wir stecken. Und dann ist der Felsen hat sich dann wieder bewegt und dann konnten sie raus. Ja?